Ja, hallo, schön, dass ihr da seid bei unserem Vortrag Code Reviews, wer sucht, der findet. Na? Einmal kurz zu uns, wer wir sind. Ich bin Robert, Alien Master Geislinger, komme aus Hamburg, studiere an der Uni Hamburg Informatik im Master und forsche und arbeite da auch. Das ist Ben, Ben BE. Er begleitet mich heute zum Vortrag. Ben macht viele Dinge mit Computern, sein Studium ist schon ein bisschen länger her und seitdem arbeitet er als Softwareentwickler. Wir möchten ja heute über Code Reviews reden und fangen wir einfach mit einer kleinen Einführung an, was Code Reviews sind. Also Code Reviews ist eine statistische Testmethode, bei der der Quellcode eines Programms gelesen und analysiert wird. Der Grund ist natürlich, dass man Fehler oder Mängel im Code finden möchte und diese korrigieren möchte. Manche kennen natürlich Code Reviews schon aus ihrer beruflichen Praxis. Heute möchten wir aber eher darüber reden, Code Reviews in Open Source Projekten in der Freizeit durchzuführen. Ja. Es ist natürlich die Frage, warum sollte man Code Reviews bei Open Source Projekten seiner Freizeit durchführen? Einer der Gründe kann natürlich sein, die eigenen Kenntnisse zu vertiefen. Das heißt, mehr Wissen über eine Programmiersprache erlangen, neue Programmiertechniken kennenzulernen. Und durch das Lernen oder durch das Lesen einer Programmiersprache lernt man natürlich auch mehr darüber. Außerdem bei Open Source geht es natürlich auch darum, was wieder zurückzugeben. Also wenn wir Open Source Projekte nutzen, die frei verfügbar sind, möchten wir vielleicht auch, dass diese weiter gepflegt werden, dass der Code stabil bleibt und man sie noch viele Jahre nutzen kann. Wie gesagt, Spaß ist auch immer wichtig dabei. Nur wenn man Spaß hat, kann man sich in der Freizeit dazu hinreißen lassen, Quellcode von fremden Leuten, den die veröffentlicht haben, sich anzuschauen. Natürlich könnte man das Ganze auch für Geld machen, man muss dazu aber spoilern, es lohnt nicht. Also, wenn man ein CVE anreicht, wenn man den einen findet, kann das bedeuten, dass man auch manchmal nur 20 $ dafür bekommt, für ziemlich viel Aufwand. Es gibt also bessere Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit dem Wissen. Ja, auch für Maintainer lohnt sich Code Review. Natürlich ist immer die Frage als Maintainer, wenn ich ein Issue bekomme, wenn ich einen Pull Request bekomme, bedeutet das erstmal Aufwand. Ich muss den Pull Request lesen, ich muss ihn verstehen, vielleicht kommentieren, anpassen, wieder Rückfragen haben. Trotzdem lohnt sich's. Es gibt dadurch, dass die Reviewer sich die Zeit nehmen, bedeutet das natürlich auch, dass man zusammen für das gleiche Projekt arbeitet. Man möchte das Projekt stabil halten, man möchte, dass weiterhin Leute damit arbeiten können. Insofern lohnt sich das eigentlich für einen, nämlich Code Reviewer nehmen ja einem auch damit Arbeit ab. Außerdem passiert natürlich auch ein Wissenstransfer. Als Maintainer weiß man nicht alles. Das heißt, durch Reviewer lernt man vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten oder neue Programmierstile kennen und auch neue Sichtweisen. Wenn wir jetzt natürlich Lust haben, Code Review zu machen, brauchen wir natürlich ein Projekt. Das Einfachste ist natürlich, jemand kennt schon ein Projekt. Also hat einen Vorschlag, weil er den Quellcode gelesen hat, weil er die Software selber einsetzt. Oder auch, weil er schon gesehen hat, dass offene Probleme da sind. Darauf würden wir später nochmal genauer eingehen, dass wir solche Projekte schon hatten. Oder eine andere Möglichkeit ist es natürlich, Listen zu durchschauen. Also das heißt, man guckt sich typische Listen an, die man findet mit Software, die bekannt ist, in Python geschrieben wird oder in Java oder in C. Oder man erstellt sich eigene Listen. Das heißt, man nimmt vielleicht diese Listen als Basis und sammelt sich erstmal zusammen, welche Software interessant ist, welche man kennt, welche man sich mal angucken möchte oder welche auch interessante Dinge bieten könnte. Und dann ist natürlich auch die Frage als nächstes, nach welchen Kriterien sollte man das Projekt dann, wenn man diese Listen erstellt hat oder wenn man Ideen hat, nach welchen Kriterien sollte man die Projekte dann ins Auge fassen? Wichtig ist, dass es bei diesen Projekten eine aktive Codepflege gibt. Das heißt, der Maintainer geht auf Issues ein, es gibt keinen völlig überfüllten Pull-Request-Tracker. Und wenn man Änderungen durchführen sollte, werden die auch gemerged. Das heißt, die Arbeit ist dann nämlich nicht für die Tonne. Eine andere Sache ist eine etablierte Codebasis. Das heißt, Änderungen sind gut nachvollziehbar. Man kann nachschauen, wenn man Fehler findet, woher der kommt, kann vielleicht die Ursachen dafür finden und kann auch, ohne dass man alles rückfragen muss, darauf schließen, warum Dinge so sind. Warum man von Projekten die Finger lassen sollte,
ist auf jeden Fall natürlich ein voller Issue- und Pull-Request-Tracker, weil, wie gesagt, man arbeitet in dem Fall für die Tonne. Ein veralteter Code-Stil ist auch immer problematisch. Wenn man also nach K&R oder für Python 3.2 entwickelt, bedeutet das, dass man Legacy-Code anfasst mit Dingen, die man so wahrscheinlich heute nicht mehr machen möchte. Und wenn man natürlich auch lernen möchte, modernen Code zu schreiben, empfiehlt es sich gerade nicht, den alten Code und den alten Code-Stil zu lesen. Häufig kann man den Code-Stil entweder durch das Lesen Source-Codes natürlich sehen, oder eine andere Möglichkeit ist, wenn es das gibt, die Code-Dokumentation durchzulesen und zu schauen, für welche Projekte das ist. Bei Python, da ist das natürlich immer ein bisschen einfacher. Da steht meist bei, für welche Python-Version das Ganze ist und zu welcher das kompatibel sein soll. Eine andere Sache sind natürlich häufige Architekturänderungen. Das heißt, es gibt ein häufiges Refactoring oder generelle Änderungen, die vielleicht auch nicht immer komplett durchgezogen werden. Das heißt, da wird es dann immer schwierig, auch Änderungen nachzuvollziehen, weil es gerne mal komplette Brüche in den Methoden gibt. Und der Git-Blame wird dann schwer. Wenn man jetzt ein Projekt gefunden hat und vielleicht auch ein paar Leute dazu hat, haben wir vielleicht auch noch ein paar Tipps, wie man eine Code-Review-Gruppe denn planen sollte. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auf jeden Fall so ein Code-Review, wenn er durchgeführt, regelmäßig stattfinden sollte, in dem die meisten Leute Zeit haben. Je nach Gruppe, wenn es kleinere Gruppen sind, sollten wahrscheinlich dann alle da sein. Wenn es größere Gruppen sind, müssen natürlich nicht alle da sein. Da hat man immer so ein wechselndes Ensemble an Menschen, die Spaß daran haben. Man sollte auch immer aufpassen, wie lange man das Ganze macht. Code zu lesen und zu analysieren und vielleicht auch noch anzupassen, ist auch anstrengend. Also das macht man nicht nebenbei. Man sollte sich feste Zeiten nehmen, einfach weil die Leute am Ende dann anfangen, fahrig zu werden oder unaufmerksam. Deswegen haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir 90 bis 120 Minuten das Ganze etwa machen. Zur Organisation haben wir eine Signal-Gruppe und eine GitHub-Organisation. Die Signal-Gruppe in dem Fall nutzen wir dafür, um kurze Besprechungen zu machen oder Vor- und Nacharbeitungen zu machen darüber. Und auch zu besprechen, wer diese Woche, wer nächste Woche nicht kommt, weil es immer ärgerlich ist, wenn man sich Zeit dafür nimmt und dann einfach keiner kommt oder man zu zweit da sitzt und ein bisschen demotiviert ist dadurch. Die GitHub-Organisation nutzen wir dafür, unsere Projekte zu planen, und die Forks abzulegen und vielleicht auch, wenn wir offene Änderungen haben, die wir noch nicht veröffentlichen möchten, erstmal in einem privaten Repository abzulegen. Außerdem nutzen wir das als kleine Knowledge Base über Sachen, die wir gefunden haben, noch nicht eingepflegt haben, für Dokumentationsänderungen zum Beispiel. Dann kann man das ganz wunderbar erstmal sammeln, kann sammeln, wo man das letzte Mal war oder welche Tools man benutzt hat, einfach damit man nicht jedes Mal wieder von Neuem anfängt oder weil man einfach auch mal Dinge nach 4 oder 6 Wochen vergessen hat. Wichtig bei der Organisation ist auch selbst bei gemischten Gruppen, das heißt, wenn wir Anfänger, Fortgeschrittene und Experten da drin haben, immer zu schauen, dass wir keinen Einzelunterricht haben. Experten sind auch gerne mal geneigt zu erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind oder auch eine größere Erklärung zu geben, damit man den Kontext versteht. Das sollte aber nie darin ausarten, dass es zu einem Einzelunterricht wird. Dann passiert dieser Wissenstransfer einfach nicht mehr, weil es dann keine Freude macht für den Experten. Das heißt, man sollte da schon auf eine Mischung achten und nicht darauf vertrauen, dass der mehr weiß, jetzt dafür da ist, einem den Code alles zu erklären und alle Kleinigkeiten zu erklären. Und zu guter Letzt, Kommunikation ist immer, immer wichtig. Also es kann immer zu sozialen Problemen in Gruppen kommen. Es kann sein, dass man sich missversteht, erst recht, wenn man das vielleicht online macht und sich nicht sehen kann. Man kennt sich nicht so gut und weiß auch nicht, wie Sachen gemeint sind. Um Missverständnisse auszuräumen, ist immer viel, viel Kommunikation nötig. Und wie die Kommunikation stattfinden kann, hängt natürlich stark davon ab, dort wie man die einzelnen Treffen jeweils macht. Gibt es natürlich Möglichkeiten, entweder, wenn es die Situation zulässt, dort einen gemeinsamen Ort zu finden und dann sich in der Realität zu treffen. Oder aber, wenn das online stattfindet, dass man dann entsprechend per Videokonferenz das Ganze macht. Wichtig ist dabei, dass alle im Prinzip einen gemeinsamen Bildschirm dort sehen, wo man halt einen zentralen Punkt hat, welche Codestelle man sich gerade anguckt. Das muss nicht sein, dass man dann jetzt wirklich nur diesen einen Monitor hat. Man kann nebenher dann immer noch jeder seinen eigenen Bildschirm haben, wo jetzt noch Dokumentation weitere offen ist oder auch entsprechend Sachen nachgeschlagen werden. Aber es sollte mindestens einen zentralen Bildschirm geben, wo jemand halt freigibt
und dann entsprechend auch Schritt für Schritt den Quelltext, der dort sichtbar ist, halt durchgeht, erklärt, entsprechend Sachen auch vielleicht nachschlägt, wenn jetzt in der Gruppe Fragen kommen, so dass man das Ganze interaktiv mit allen Teilnehmenden macht und im Zweifel auch einfach mal kurze Fragen stellt, so hier diese Routine, wir haben sie jetzt durchgearbeitet, ich sehe da einen Bug, wer sieht den auch noch? Dass man einfach auch schaut, inwiefern die anderen, die jetzt mit dran beteiligt sind, die Sachen sich angucken. So, und für das Coach-Hern gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder bei einem Videokonferenzsystem halt BigBlueButton oder Jitsi kann man normalerweise halt den Bildschirm einfach freigeben. Gibt alternativ aber auch die Möglichkeit beispielsweise, dass man einen zentralen SSH-Server hat und dann sich auf der Textkonsole beispielsweise alle in der Screensetzung oder TMUX zum Beispiel verbinden. Auch die ganzen IDEs bieten da relativ gute Möglichkeiten. Also gerade VS Code hat auch ein Code-Sharing-Feature, wo man halt wirklich einen Link austeilt und dann können alle im Prinzip an dem gleichen Codeabschnitt in VS Code mitarbeiten. So. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie man dort diese Koordination machen kann. Wichtig ist halt nur, dass man dort diesen relativ zentralen Aspekt mitmacht und alle auch miteinander zusammenarbeiten dabei. So. Jetzt ist natürlich auch wichtig, wenn man sich Quelltext anguckt, wo bekommt man die ganzen Informationen dazu her? Und da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, zum einen die Projektdokumentation, die in der Regel sehr ergiebig mit ist, wenn vorhanden, und auch als erste Anlaufstelle halt wunderbar funktioniert. Dann das Zweite ist natürlich, gerade wenn man jetzt sich Open Source unter Linux anguckt, dann wird die im Hintergrund wahrscheinlich relativ viel mit dem Betriebssystem interagieren, also kann man auch in die Manpages einfach mit reinschauen und dort nachschlagen, was die einzelnen Funktionen, die dort aufgerufen werden, mitmachen. Wenn man dann weiterhin jetzt auch gerade in die Sprachen ein bisschen reingehen will, also Python lernen oder auch C, dann stößt man in den Quelltexten manchmal auch auf Features, die man so in der Form nicht kennt. Und dann bietet sich natürlich auch an, dass man in den Sprachstandard reinguckt. Also die Dokumente, die halt beschreiben, wie funktioniert diese Programmiersprache eigentlich. Und da gibt es mitunter Details, die braucht man im normalen Umgang nicht, aber wenn man gerade fremden Code liest, dann wird man auf diese Feinheiten dort einfach mal stoßen und sollte die dann auch im Zweifel einfach mal nachschlagen, wenn man das nicht kennt oder sich unsicher ist, wie war denn das jetzt gerade mit dem und dem Operator, wenn ich da bestimmte Sachen mache. So. Eine andere schöne Sache ist natürlich auch, man hat mitunter ja Codestellen, wo man sich nicht sicher ist, wird das gerade korrekt verwendet, diese Funktion, und gibt es vielleicht andere Projekte, die so eine ähnliche Codestelle aufweisen oder die diese API-Funktion aus der Drittanbieterbibliothek verwenden und wo man sich einfach mal fremde Codeabschnitte, die sowas Ähnliches machen, auch mitsuchen kann. Dafür bietet sich beispielsweise vom Debian-Projekt die Debian Code Search an, wo man halt nach bestimmten Mustern auch suchen kann. Und dann kriegt man Codeabschnitte, wo in anderen Paketen gleiche oder ähnliche Codeabschnitte halt auch verwendet werden. So, dann gerade für die Projekte, was wir uns in der C-Gruppe bei uns angeschaut hatten, ist mitunter natürlich auch die Linux-Kernel-Implementierung und Dokumentation relevant, gerade weil wir da einen Kernel-Treiber mit angeschaut hatten. Und dann muss man natürlich auch wissen, wie funktioniert der Linux-Kernel und was muss das Modul mit beachten, was man da sich anschaut. Diese Schnittstellendokumentation gibt es auch für jedes Projekt, so in welchem Kontext es halt auch stattfindet. Und dementsprechend sollte man da auch Ausblick nachhalten, dass man genau solche Dokumentationen sich auch zusammensucht. Und natürlich zu guter Letzt, kein Programmierer kommt ohne Stack Overflow aus. Also auch nicht scheu sein, im Zweifel dort nachschlagen. Meistens sind die Antworten richtig. Die sind aber auch genauso häufig nur knapp richtig. So, und dann ist es jetzt ja in dem Kontext entstanden, dass auf
einem Vortrag vor gut einem halben, dreiviertel Jahr. Dort gab es auch schon so einen Hinweis, ja, dass man einfach mal Code-Review machen sollte. Und dort wurde halt auch schon darum gebeten, dass man einfach mal Gruppen bildet. Und dementsprechend sind nach diesem Vortrag halt auch mehrere unabhängige Gruppen entstanden. Und da gibt es personale Überschneidungen durchaus. Also ich bin beispielsweise zwar nur in der C-Gruppe da, aber Alien Master neben mir ist beispielsweise neben C auch bei Python mit aktiv. Und dementsprechend werden wir jetzt auch ein bisschen die Erfahrungsberichte von ein paar mehr Gruppen hier gleich mit beschreiben, wo wir auch durchaus Kontakt mit zwischen den Gruppen haben und da auch manchmal uns absprechen. So, als erstes natürlich, weil von den beiden Leuten, die den ursprünglichen Vortrag gehalten haben, der das bei uns angestoßen hat, die kamen beide aus einer Hamburger CTF-Gruppe, die im Rahmen von, wir können uns jetzt eigentlich nicht vor Ort treffen und Capture the Flag spielen macht halt normalerweise nur Sinn, wenn man halt an einem Ort ist, hat die Gruppe halt gesagt, okay, wir machen jetzt halt eine Code-Review-Gruppe so lange, bis wir uns wieder treffen können vor Ort. Und dementsprechend hatten die halt auch regelmäßige Treffen, haben dort verschiedenste Projekte gereviewt, sind bei den Projekten ein bisschen hin und her gesprungen und haben sich dann aber so Anfang März rum halt das in dem Kontext, wo sie sich halt wieder vor Ort treffen konnten, auch mit aufgelöst. Und dementsprechend ist da, dass manche Teilnehmer dort aus der Gruppe halt immer noch aktiv sind, unabhängig, aber die Gruppe an sich sich halt aufgrund von einer Unregelmäßigkeit, die irgendwann eingesetzt hat, dann auch aufgelöst hatte. Die Leute, die dort sich entschieden haben, dass sie eigentlich sich Java gerne mal angucken wollten, die hatten natürlich auch eine entsprechende Gruppe dort gegründet und die haben dort halt sich eines der großen Frameworks in Java vorgenommen, und zwar Spring Core. Und da ist halt sehr wichtig, gerade wenn man so ein großes Projekt hat, dass man eine klare Zielsetzung von dem halt hat, was man sich anschauen will, ist insbesondere bei großen Projekten wichtig, aber kann auch schon bei kleineren durchaus hilfreich sein, dass man halt nicht zu sehr abdriftet, weil gerade wenn man in die Tiefe dann reingeht, dann kann es auch passieren, dass man an zwei, drei Bildschirmseiten halt 3 Stunden und länger halt sitzt, wenn man wirklich jedes kleinste Detail dort entsprechend besprechen will. So, ferner ist auch wichtig, sehr viel Hands-on dort bei den Gruppen mitzumachen. Also nicht nur das reine Doku lesen oder halt nur auf den Code zu starren, sondern im Zweifel auch mal Dinge auszuprobieren. Und die Sache ist auch, dass das durchaus der Wissensgewinn sehr unabhängig davon sein kann, wie viel Vorerfahrung ich in der Gruppe halt mitbringe und dementsprechend das durchaus für alle Personengruppen interessant sein kann, wenn der entsprechende Wissenstransfer dort auch mit stattfindet. Ja, unsere Python-Gruppe Thanatosis Serpentis hat natürlich auch ein paar Erfahrungen gemacht. Eine Sache, die wir gesehen haben, ist, dass wenn man Python 2.6 oder 3.2 Code lesen will, dass es nicht schön ist. Das haben wir gehabt, indem wir das YouTube DL Repository bzw. den Quellcode uns angeschaut haben. Und mussten einfach feststellen, dass viele Methoden, die man von heute kennt, in dem Fall waren zum Beispiel Datumsmethoden, einfach in den Versionen noch nicht verfügbar waren. Das heißt, jedes Mal musste man wieder in die Doku gucken und sehen, oh, es ist erst wieder ab Python 3.3 erst verfügbar. Das hilft einem nämlich auch nicht, aktuellen Code zu schreiben, weil man immer damit beschäftigt ist, dann wieder eigene Methoden von Sachen, die heutzutage Standard sind, sich wieder anzugucken und vielleicht die nach Fehlern zu untersuchen. Dabei haben wir natürlich auch einen Fehler gemacht. Uns ist nämlich nicht aufgefallen, dass es nämlich YouTube Downloader Plus gibt, also ein Nachfolger, ein Fork davon, der aktiv gepflegt wird. Und ich glaube, Python 3.7 ist gerade das Minimum und sie versuchen gerade Anpassungen zu machen an Python 3.10.
Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch den Vorteil, wir haben uns den alten Code angeguckt und der neue wird natürlich gerade aktiv refactored. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sich selber einzubringen, weil es natürlich wahrscheinlich ist, dass noch nicht alle Änderungen und der ganze Legacy-Code entfernt wurde. Also gibt es viel Möglichkeiten zur Partizipation. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass das gute Erstellen von Issues und Pull-Requests, die vom Maintainer verstanden werden oder vielleicht von anderen Leuten aus der Community, nicht selbstverständlich ist. Also man muss schon üben, dass man die Probleme, die Dinge, die man im Code findet oder auch die Pull-Requests, dass man die so formuliert, dass der Maintainer versteht, warum der Code schlecht ist, dass man weitere Informationen dazu gibt und man auch selber lernt, die Dokumentation, die offizielle Dokumentation zum Beispiel zu nutzen dafür, um seine Idee nochmal besser darstellen zu können. Also ist einfach Code Review eine gute Möglichkeit, hier auf einer freien Fläche zu üben, bevor man das vielleicht dann im Beruf machen muss später oder mit anderen Leuten. Ja, außerdem lernt man natürlich, wie schon mehrmals angesprochen, einfach interessante Details der Sprache, auf die man so vielleicht nicht gekommen wäre. Ideen, wie man Dateien laden kann, was man ganz anders machen würde und erst durch den Code, wenn man ihn liest, auf die Idee kommt, sich dann mit diesen Methoden beschäftigt und das Ganze vielleicht auch gleich kopieren kann für den eigenen Quellcode und für die eigenen Projekte. Ja, und natürlich haben wir auch Erfolg gefeiert. Wir haben einen Pull-Request drin, der jetzt in YouTube Downloader Plus ist. Da ging es darum, wie Dateien benannt werden sollen. Den kann man sich auch gerne nochmal angucken, wenn er es interessiert. Jo. Und in der C-Gruppe, da hatten wir halt in der Zeit, wo es die C-Gruppe gab, bisher zwei Projekte uns angeschaut. Ganz am Anfang, um so ein bisschen die Gruppe kennenzulernen, wie alle Beteiligten dort vom Wissensstand sind, hatten wir uns IP Route 2 angeschaut. Die meisten werden sicherlich das IP-Kommando kennen, das ist genau die Implementierung davon. Und da lernt man durchaus sehr interessante Geschichten kennen, warum man das -4 definitiv vor ADDR angeben muss, wenn man nur IPv4-Adressen haben will, weil beispielsweise dort das Parsing dort genau so funktioniert und nicht anders. Und das ist eine relativ interessante Codebasis, die auch gut abgehangen ist, aber halt schon relativ hohe Mischung an Kernel-Code mit RT-NetLink beispielsweise enthält. Also eine Netzwerkschnittstelle, die für die Kernel-Programmierung relevant ist. Danach sind wir zur Video for Linux 2 Loopback gekommen. Das ist ein Kernel-Treiber, der noch nicht im Linux-Kernel drin ist. Da arbeiten die Leute von dem Projekt dran, dass der in den Haupt-Kernel-Tree mit aufgenommen wird. Und da geht es darum, man braucht für OBS typischerweise so eine virtuelle Kamera, dass man den Videostream, den man da produziert, halt auch mit wieder aufnehmen kann und den für andere Programme bereitstellen kann. Und den Kernel-Treiber haben wir uns angeguckt, im Prinzip getriggert dadurch, dass ich auch an einem anderen Programm dort mitgearbeitet habe, was halt genau diese Funktionalität genutzt hat, um aus einem Videostream von einer normalen Webcam halt den Hintergrund wegzuschmeißen und nur das eigene Bild noch übrig zu lassen. Und dabei kam irgendwann ein Bug-Report, dass man das immer nur einmal starten konnte. Und wenn man das Programm beendet hatte, dann wollte das Programm nicht neu starten, weil das Kameragerät gesagt hat, nee, ich möchte nicht mehr. So, und da war dann der Punkt, hatte ich mir im Vorfeld den Code schon mal angeguckt. Und dann gesehen, okay, dieser Quelltext ist mit 3000 Zeilen Code gar nicht so umfangreich, aber ich habe allein beim Durchgucken, um diesen ersten Fehler zu finden, genügend Ansatzpunkte gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das könnte für ein Code-Review einfach mal interessant sein, weil die Fehlerklassen, die in dem Projekt vorhanden sind, doch sehr vielfältig sind und dementsprechend halt man auch von einfachsten Geschichten bis hin zu wirklich Threading-Problemen oder Synchronisationsgeschichten eigentlich alles mal demonstrieren kann, wonach man da suchen muss und wie man die Sachen vor allem auch findet. Dabei kann insbesondere auch, wenn man einen Quelltext beispielsweise mal in einer Gruppe liest, ist es ja sehr unterschiedlich, wie schnell Leute dann auch diesen Quelltext verstehen oder überhaupt auch durcharbeiten. Und da kann das manchmal interessant sein, wenn der Quelltext zum Beispiel sehr langsam von einem gelesen wird,
weil man dann auch als Experte mit sehen muss, okay, der hängt da an dieser einen Codestelle, sollte ich vielleicht auch nochmal reingucken, und dann sieht man vielleicht Sachen, die man jetzt, wenn man selber einfach nur drauf geschaut hätte, komplett übersprungen hätte, weil ist doch klar, was der Code macht. Dann ist auch so der Punkt, man sollte, wenn man natürlich nur so ein Review macht und man gerade relativ viele Sachen dort findet, sollte man natürlich auch mit dem Maintainer ein bisschen in Kontakt treten und ihn im Zweifel vorwarnen, Achtung, wir haben da jetzt gerade irgendwie 10, 20 Pull-Requests, die wir da dort mal stellen müssen, und wie sollen wir das am günstigsten machen? Hast du da einen bevorzugten Weg, oder sollen wir einfach dort hintereinander weg die fluten? Kann mit wichtig sein, weil es ist auch frustrierend, wenn man als Maintainer mit einem Schlag dort 20, 30 Fehlerreporte kriegt und man dann erstmal 3 Wochen beschäftigt ist, das Ganze nachzuarbeiten, während halt schon die nächste Flut kommt. Und das sollte man halt durchaus mit absprechen, weil die Maintainer möchten ja auch nicht gefrustet werden, wenn dann entsprechend Sachen aufgezeigt werden im Code. Anderer Punkt ist natürlich, man muss in der Gruppe ja auch gucken, nicht immer haben alle Zeit, und man möchte auch eine Gruppe haben, die durchaus sehr divers ist, und dementsprechend sollte man sich auch gucken, gerade wenn das langfristig bestehen bleiben soll, die Gruppe, dass man für Nachwuchs sorgt. Und das Finden von Nachwuchs und neuen Leuten, die an der Gruppe mit teilnehmen wollen, ist gar nicht mal so einfach. Community Management ist hart. Und dementsprechend ist der Aufwand neben dem eigentlichen Code-Reviewen durchaus, wenn man langfristig so eine Gruppe pflegen und am Leben halten will, nicht zu vernachlässigen. Das Finden von Projekten braucht ein bisschen Erfahrung. Die beiden Projekte, die wir in der C-Gruppe vorgeschlagen, also durchgeschaut hatten, kamen so ein bisschen die Ideen dazu, jetzt von meiner Seite. Aber ist durchaus so, dass dann mit durchgeschaut wurde in der Gruppe, ist das überhaupt interessant oder wollen wir doch lieber andere Projekte mitschauen. Aber wir haben uns am Ende dann auf die Projekte durchaus geeinigt mit den Hinweisen halt, da sind Sachen vorhanden, wo man Schritt für Schritt die Sachen demonstrieren kann. So. Gerade wenn man jetzt das Code-Review macht, die Nachbereitung ist genauso wichtig wie das eigentliche Review auch. Gerade wenn man jetzt so Fehler gefunden hat, dann sollten die nicht nur irgendwo halt in der eigenen Dokumentation verschwinden und dort verstauben, sondern die sollten im besten Falle natürlich auch an das ursprüngliche Projekt dann halt zurückgeleitet werden. Im Idealfall natürlich so, dass der Maintainer möglichst wenig Aufwand damit hat, weil man möchte den Maintainer am besten ja unterstützen mit dem eigenen Arbeiten und nicht dort einfach noch zusätzliche Aufwand dort produzieren. Dementsprechend, ja, manchmal ist es schwierig, dort einen vollständigen Patch zu schreiben und ist auch nicht immer notwendig, aber es ist durchaus sehr hilfreich, gerade zum Verständnis vom Code, wenn man sagt, okay, ich habe diesen Fehler gefunden und hier ist auch gleich der Patch dazu. Schau mal, ob das so schon funktioniert oder ob wir irgendwas übersehen haben dabei. So, und neben dem eigentlichen Code-Review so eine ganz soziale Atmosphäre, so in der Nähe wie eine Art Lagerfeuer, hat sich gerade in der C-Gruppe bei uns sehr bewährt. Also es kann durchaus passieren, dass wenn wir mit dem Code-Review irgendwann alle erschöpft sind, dass dann auch einfach nur noch alles Mögliche diskutiert wird, was mit dem eigentlichen Projekt dort nichts mehr zu tun hat. Und das ist, gerade dieses Socializen macht das auch Ganze sehr interessant. So, das ist dann, was bei uns halt auch mit entstanden ist. Wir haben einen Pull-Request für IP-Route 2 gefunden. Das war ein relativ kleiner Bug, wo einfach nur ein Null-Pointer-Check vertauscht war, dass der Null-Pointer-Check nach dem ersten Zugriff auf eine Variable erfolgte. Da haben wir den Pull-Request noch nicht fertig gemacht, weil derjenige, der sich darum kümmern wollte, bisher nicht dazugekommen ist und auch aktuell halt nicht im Lande ist. Dementsprechend ist der noch ausstehend, aber der Bug dahinter, da haben wir auch beim Schauen, wie kriegt man den reproduziert, festgestellt, okay, der ist so unkritisch, das ist nichts, was man jetzt sofort melden muss. Bei Video for Loopback
Da war das dann schon so, wir haben eine ganze Reihe von strukturellen Problemen in dem Treiber gefunden. Also wie gesagt, Ausgangspunkt war ja schon, dass mir in der State Machine von dem Treiber halt Sachen aufgefallen sind. Aber wir haben unter anderem auch Sachen gefunden, wo Threading-Probleme einfach existieren, dass interne Datenstrukturen da auf Mehrkernprozessoren durchaus kaputt gehen können. Wir haben bisher dort knapp 15 Pull-Requests gestellt, wo wir kleinere Änderungen und Code-Korrekturen gemacht haben und haben auch inzwischen einen CVE eingereicht, wo man aus dem Kernelspeicher dort geschützte Informationen extrahieren konnte über den Treiber. Wir haben bisher noch zwei weitere Fehler rumliegen. Da die aber noch nicht gemeldet sind, werde ich dazu jetzt aktuell noch nichts sagen. Das wird aber sicherlich auch dann demnächst noch werden, dass die entsprechend eingereicht werden, damit die auch gefixt werden können. So, und wie man das so merkt, wichtig ist auf jeden Fall, Code-Review macht in Gruppen definitiv deutlich mehr Spaß, als wenn man es alleine macht. Dementsprechend bildet Banden. Wir haben da durchaus auch einen Link vorbereitet, wo auf einer GitHub-Diskussion, wo sich Interessenten dort melden können und einfach schauen, ob Gleichgesinnte mit da sind. Es gibt natürlich aus der Runde von dem vorigen Vortrag, den es zu dem Thema gab, gibt es auch schon einige Gruppen, die sich dort gefunden haben. Im Zweifel kann man auch mit denen versuchen, in Kontakt zu treten, wenn sich jetzt für die eigene Sprache in der neuen Diskussionsrunde gerade keiner finden will. So, ansonsten wollen wir natürlich ein paar Leuten auch mit danken für die Arbeit, unter anderem Palium und Kalesi, die dort mit ihrem Vortrag dort die Arbeit effektiv inspiriert hatten. Dann den The Borrow Checkers, was die Rust-Gruppe ist, die sich dort gegründet hatte. Die Casual C Group Reviews, halt die anderen Leute bei uns aus dem Team. Dann der Let's Read Java-Gruppe, die sich um Java dort mitkümmern. Und natürlich der Python-Gruppe Thanatosis Serpentis. Ansonsten war es erstmal das unser Vortrag. Und wenn es da noch Fragen gibt, dann stehen wir dazu gerne offen. Ja, vielen Dank. Also online auch in den verschiedenen Streams hattet ihr viel Aufmerksamkeit, aber keine Fragen. deswegen frage ich jetzt erstmal hier in die Runde. Fragen an die Herren? Bitte. Ja. Danke. Sag doch einfach mal, wie wir uns dann hier. Okay. Genau. Erstmal danke für den Vortrag. Finde ich sehr schön, diese Idee auch mit Gruppenreviews zu machen. So als User-Group hatte ich bisher noch gar nicht gehört. Werde ich mir mal angucken. Habt ihr denn Tipps für eine geeignete Gruppengröße? So minimal, maximal? Also wir haben in der C-Gruppe beispielsweise als minimale Größe, dass wir, wenn sich in einer Woche weniger als so 2-3 Leute finden, dann ist das überhaupt, dass die Woche erstmal ausfällt. Also sprich so 4-5 Mann sollte Minimum sein. Dadurch, dass jeder auch während dem Review halt mit beteiligt wird, sollten das natürlich auch nicht mehr als 10-12 Leute werden. Also zu groß macht es dann auch relativ schwierig. Und das hatte ich vorhin auch nicht mit großartig erzählt, aber wir haben schon so, dass wir uns während der 90 Minuten dort regelmäßig abwechseln, also sprich so Viertel, halbe Stunde, und dann ist auf jeden Fall der Nächste dran mit Lesen, sodass alle auch wirklich mal mit drankommen und sich einbringen können müssen. Ja. Also in der Python-Gruppe kann ich sagen, wenn man nur zu zweit da ist, dann endet es eigentlich eher in so einem Gespräch. Also dann man hat nicht die richtige Motivation dazu und dann redet man über das erste Thema oder das zweite und meist wartet man noch, vielleicht kommt noch einer, wenn man sich nicht genau abgesprochen hat. Also würde ich tatsächlich auch sagen, ab 4 Leuten, dann ist so irgendwann auch der Gruppendruck da, dass man so aus den persönlichen Zwiegesprächen dann rausgeht und beginnt mit dem Code Review. Okay, danke. Da hinten ist noch eine Frage.
Okay, ich will die Frage nochmal kurz wiederholen, weil sie wahrscheinlich hier vorne nicht zu hören war. Was genau ist mit Code lesen in eurem Fall gemeint? Wie darf man sich das konkret vorstellen? Ja, beim Code lesen, also man kann natürlich einfach nur vorlesen, aber eigentlich geht es eher darum, dass man den Code, den man sieht, nochmal erklärt. Also was tut dieser Code? Vielleicht auch, was machen die Variablen, welche woher kommen diese Variablen, was wird mit der Variable gemacht? Wird sie jetzt erst erhöht oder wird sie nachträglich erhöht? Also dass man das einfach nochmal durchspricht, das kann man entweder in einem sehr granularen Level machen, also dass man wirklich jeden einzelnen Schritt durchgeht oder dass man vielleicht auch erklärt, was eine Methode macht. Bei kürzeren Methoden geht das ja, da kann man sagen, oder kann man etwa erklären rudimentär, was da passiert. Das ist tatsächlich so gemeint. Also durchaus auch diesen semantischen Aspekt von dem Quelltext, also was der Quelltext macht und wie er das vor allem auch realisiert und wofür die entsprechenden Variablen beispielsweise da sind. So, wenn man dort eine Variable sieht, die einfach nur FD heißt, ja, mit der Zeit wird man als Programmierer wissen, okay, FD wird vermutlich für File-Descriptor stehen, aber das muss nicht sein. Das kann auch eine komplett andere Variable sein. Beispielsweise in einem Kernel-Treiber ist FD gerne auch mal für irgendeine interne Kernel-Struktur verwendet und dann muss man natürlich da unterscheiden können und diesen Unterschied halt auch zu sehen, wenn man den Quelltext sich anschaut, das sollte der Vorlesende durchaus halt auch mit drauf eingehen. Okay. Sonst noch Fragen an die Herren? Hier haben wir zwei Experten sitzen. Die Gelegenheit gibt es so schnell nicht wieder. Ich ja? Nochmal. Bei den Kriterien, bei der Auswahl des Projektes ist mir auch gefallen, zwei Sachen haben mir gefehlt, so ein bisschen Configurators Guide und Tests. Ist das eurer Meinung nach okay, die Frage, ich muss zugeben, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ihr bestimmt, könnt ihr sie auch gleich nochmal kurz wiederholen für die Zuhörer online? Ja. Also die Frage im Publikum war, in Open-Source-Projekten gibt es ja regelmäßig dort zum einen Tests, die automatisch oder weniger automatisch durchgeführt werden und manchmal auch Beschreibungen, Contribution Guides, also sprich, wie man Sachen jetzt einreichen sollte, wenn man irgendwelche Änderungen am Projekt vornehmen möchte. Und da ist so der Punkt, in den meisten Contribution Guidelines steht eigentlich immer das Gleiche drin. Freundlich sein, Vorarbeit leisten und effektiv sich an das halten, was das Projekt eh mitmacht, dass man möglichst wenig dort Dinge kaputt macht mit dem, was man da dran ändert. Ist eigentlich immer ein guter Hinweis. Dementsprechend sind manchmal nur die Details in den Contribution Guides, wo dann noch geklärt ist, ob man jetzt 2, 3, 4 oder 8 Spaces oder Tabs zum Einrücken verwenden soll, codestilmäßig oder was auch immer. Also es ist meistens nichts viel Wesentliches, was dort diese Contribution Guides unterscheidet. Manchmal wird ein bisschen zusätzlicher Aufwand gefordert, beispielsweise, dass man selber auch mal testet, was man da tut, sollte aber auch selbstverständlich sein. Dementsprechend in der Praxis unterscheiden die sich nicht so weit, dass es dann wirklich einen Unterschied macht als Ausschlusskriterium. Wenn man natürlich jetzt irgendwo sieht, dass in einem Contribution Guide drinsteht, dass man da einen Contributor License Agreement dort zum Beispiel abgeben sollte, was beispielsweise Eclipse, OpenSSL und viele andere große Projekte haben, dann kann man sich überlegen, möchte man das machen? Ist aber ein ganz anderes Thema dann und da muss man als Gruppe sich auch entscheiden, wie man dazu steht. Und dann muss man einfach dort das Fall für Fall dort entscheiden, aber meistens macht es wirklich keinen Unterschied. Also das Einzige, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass nicht jedes Projekt Tests hat. Also bei kleineren Projekten ist das mal gerne nicht oder auch Contribution Guides. Die gibt es dann auch nicht immer. Das heißt, wenn die da sind, ist es natürlich schön, aber wie gesagt, es kommt auf die Gruppen, auf die Projektgröße, glaube ich, häufig an, ja. Mit dem Blick in unsere Runde sieht es so aus, als ob ihr wirklich alle Fragen beantwortet habt. Und ich nehme an, ihr seid vielleicht nachher noch ein paar Minuten hier. Ja. Das heißt, manch einer macht ja so eine irgendwelche Fragen auch lieber beim Kaffee auf dem Flur als in großer Runde.
dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank an euch. Es kam auch gerade aus dem YouTube-Chat nochmal ein ausdrückliches Dankeschön. Und ja, früher fertig werden ist nie verboten. Vielen Dank.